Mit einem perfekt organisierten Militär konnten die Römer die damalige Welt erobern. Die Inschrift SPQR, Senatus Populusque Romanus, was übersetzt Senat und Volk von Rom heißt, war lange Zeit das Hoheitszeichen der römischen Legionen. Die gut ausgebildeten Legionäre konnten in der damaligen Zeit es mit jeder anderen Armee der Welt aufnehmen. Die Helme, Rüstungen, Waffen und Gefechtstaktik war ihren Gegnern bei Weitem überlegen. Anfangs wurden die römischen Legionen durch den Senat befehligt, später durch den Imperator selbst. Mit Katapulten und Geschossen, welche ihrer damaligen Zeit weit voraus waren, und geschlossenen Kampfmationen haben die Römer jeden Gegner zugesetzt. Disziplin, Training und die Loyalität zum Vorgesetzten waren die wichtigsten Normen der Legionäre. Wie hat das Römische Reich es geschafft, eine so mächtige und einflussreiche Macht in der Antike zu werden? Welche Erfindungen waren zu damaliger Zeit eine echte Innovation? Und welches Erbe hinterließ das Römische Reich später für das mittelalterliche Europa und danach für die ganze Welt? In diesem Video stelle ich euch 8 unglaubliche Fakten über das Römische Reich vor. Los geht's! Fakt 1: Die Ernährung. Die Ernährung der Römer gilt nach dem heutigen Forschungsstand als gesund. Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch wurden zahlreich unter die römischen Bürger gebracht. Bis zum 20. Jahrhundert wird dieser Ernährungsstandard nie erreicht werden können. Grundnahrungsmittel wie Weizen und Dinkel wurden in riesigen Mengen eingelagert und zuvor aus Ägypten eingeliefert. Ein durchschnittlicher römischer Bürger hat ca. 210 Kilogramm Weizen im Jahr konsumiert. Die gehobene Mittelschicht und die Oberschicht haben sich sogar exotische Nahrungsmittel wie Flamingos, Austern und Stachelschweine einliefern lassen. Ausgrabungen von römischen Skeletten hatten kaum Anzeichen von Karies oder Zahnausfall als Skelette aus dem Mittelalter oder der früheren Neuzeit. Britische Anthropologen konnten mit der Kohlenstoffisotopenanalyse C3 Pflanzen wie Weizen, Roggen, Hafer oder Reis in den Knochen der römischen Skelette finden. Durch das Verhältnis von leichten und schweren Isotopen in den Knochen konnten die Forscher feststellen, wie viel der Mensch an Fleisch oder Fisch gegessen hat. Die breite Masse der römischen Bürger ernährte sich bodenständig, so konnten Nahrungsmittelknappheiten Aufstände zur Folge haben. Das war ein Risiko, welches nur wenige Kaiser eingehen wollten. Fakt 2: Die sanitären Anlagen. Im südenglischen Ort Bath wurde bei Restaurierungsarbeiten im 19. Jahrhundert zufällig eine riesige römische Sanitäranlage gefunden. Durch eine große Schicht an Schlamm wurde diese Anlage beinahe 2000 Jahre bedeckt gehalten. Diese Sanitäranlage wurde auf einer Thermalwasserquelle erbaut. Diese Quelle war schon den lokalen Druiden vor der Ankunft der Römer bekannt. Um diese Anlage mit frischem Wasser versorgen zu können, wurden große Oberleitungen aus Stein, die sogenannten Aquädukte, gebaut. Die Stadt Rom selbst wurde in der Kaiserzeit aus ca. 11 Aquädukten gespeist. Diese hatten circa eine Gesamtlänge von 450 Kilometer. Die Römer waren wahre Meister darin, Wasserleitungen mal aus Stein, mal aus Kupfer bauen zu können. In den öffentlichen Badehäusern konnte mit Öfen, welche direkt unter dem Becken im Untergeschoss waren, das Wasser auf bis zu 45 Grad Celsius aufgewärmt werden. In vielen großen römischen Städten gab es zahlreiche öffentliche Trinkwasserbrunnen, öffentliche Toiletten und öffentliche Badehäuser. Somit konnte eine großflächige Versorgung der Bevölkerung mit Sanitäranlagen sichergestellt werden. Im Vergleich zur Zeit des Römischen Reiches gab es im Mittelalter lediglich nur Brunnen oder direkte Wasserquellen. Auch hier mussten mehr als 1500 Jahre vergehen, bis Sanitäranlagen in diesem Format wieder von der Menschheit errichtet werden. Fakt 3: Die christliche Nachwelt. Im Jahre 312 nach Christus gewann der römische Imperator Konstantin der Große die erste Schlacht an der Milvischen Brücke. In dieser Schlacht war seine Armee den Gegner um ein Vielfaches unterlegen. Im Traum soll ihm Jesus von Nazareth den Sieg vorhergesagt haben. Darauf folgend wählte er als Standarte der Legionen und als Hoheitszeichen des Staates das sogenannte Christus-Monogramm. Im Jahre 380 nach Christus erklärte der römische Imperator Theodosius I. das Christentum zur römischen Staatsreligion. Ab den Jahren 391 und 392 nach Christus wurde die Verehrung der alten Götter wie Jupiter, Mars und Venus unter Strafe gestellt. Darauf folgend wurden zahlreiche Kirchen und Kathedralen vom Römischen Reich erbaut.
Bischöfe und Priester bekamen hohe Ämter in der römischen Staatsfunktion. Diese Umstellung wird grundlegende Konsequenzen für die ganze Welt später haben. Ab dem 5. Jahrhundert nach Christus wurden Bibeln auf Latein verfasst. Bis in die frühe Neuzeit wird Latein als Sprache der christlichen Kirche verwendet. Fakt 4: Die römische Berufsarmee. Die römischen Legionen waren das Rückgrat der Ausdehnung und Verteidigung des ganzen römischen Imperiums. In der Heeresreform des Marius im Jahre 170 v. Chr. Wird zur Zeit des Senats die Bürgerarmee in eine Berufsarmee umgewandelt. Jeder männliche Bürger Roms kann ab jetzt in die Legionen beitreten. Monatlicher Sold, Verpflegung und ein Stück Land, nach einer 20-jährigen Dienstzeit waren die Fakten, auf die sich ein Legionär freuen konnte. Die römischen Legionen hatten zur damaligen Zeit die beste Ausrüstung und das härteste Training der Welt. Das Ergebnis waren disziplinierte und effektive Kampfmaschinen. Wochenlanges Nahkampftraining, taktisches Kämpfen in der Formation, eine gute und vielseitige Ernährung, Fachkunde der Ausrüstung und der tägliche 25-Kilometer-Marsch mit 30 Kilo Gepäck brachten das gewünschte Ergebnis, nämlich die beste Armee der Antike. Die Hauptwaffe der Legionäre war das Kurzschwert Claudius. Das ca. 60 cm lange Schwert wurde zur Stichbewegung benutzt. Das römische Katapult, die Onaga, kam in zahlreichen Feldzügen der Legionen zum Einsatz. Diese bestand aus Holz mit einigen Metallbolzen und Seilen. Es wurden Steine, Splitter oder Tierkadaver Richtung Feind befördert. In den römischen Legionen war Disziplin das oberste Gebot. Der Centurio als Offizier hatte die direkte Verantwortung über das Handeln seiner Legionäre. Vergehen wie Unpünktlichkeit, Trunkenheit im Dienst oder Befehlsverweigerung wurden zu Peitschenhieben oder der sogenannten Dezimierung zum Tode verurteilt. Fakt 5: Die Prätorianer. Diese Elitegarde aus ausgewählten Legionären entwickelte sich im Verlauf der Kaiserzeit zu einer mächtigen Schattengesellschaft. Als im Jahre 27 v. Chr. Diese Einheit als Leibwache des Kaisers Augustus gegründet wurde, hatte noch keiner daran überhaupt gedacht, wie mächtig eines Tages diese Garde sein wird. Die Prätorianer hatten das dreifache, später das sechsfache Sold eines normalen Legionärs. Sie wurden eher selten an der Front eingesetzt. Die Prätorianer kontrollierten die Menschenmassen der römischen Bürger und waren mitten im politischen Kampf zwischen dem Senat, den Adligen und dem Kaiser beteiligt. Im Verlauf der Geschichte des römischen Imperiums wurden ca. 8 Kaiser durch die Prätorianer ermordet. Diese Elitegarde hatte eine so große Macht, dass sie zugleich Kaisernenner, aber auch Kaisermörder war. Fakt 6: Das römische Straßennetz. In der einst sumpfigen Landschaft in Mittelitalien wurde im Jahre 753 v. Chr. Die Stadt Rom von den Gebrüdern Remus und Romulus gegründet. Laut einer römischen Legende wurden diese beiden Brüder von einer Wölfin großgezogen. Die römischen Straßen hatten circa eine Gesamtlänge von 85.000 Kilometern. Im Vergleich dazu haben die Fernstraßen Europas heute nur eine Gesamtlänge von 50.000 Kilometern. Der Zweck dieser Straßen war es vor allem, dass die Legionen die Grenzgebiete des Reiches schnell erreichen können. So konnten zum Beispiel einfallende Barbarenstämme zügig und effektiv zurückgeschlagen werden. Darüber hinaus hat das römische Straßennetz die Grundlage zur Ausdehnung des römischen Reiches gebildet. Unter seiner größten Ausdehnung im Jahre 117 nach Christus erstreckte sich das römische Imperium von Nordengland bis zum heutigen Ägypten. Fakt 7: Das lateinische Alphabet. Die Sprache, welche im 8. Jahrhundert vor Christus in einer kleinen Siedlung in Mittelitalien gesprochen wurde, wird sich im Verlauf der nächsten 1000 Jahre im gesamten Mittelmeerraum verbreiten. Die Buchstaben dieser Sprache werden in den weiteren 1000 Jahren in zahlreiche Sprachen auf der ganzen Welt integriert werden. Die Römer haben 21 Buchstaben aus dem Alphabet der Etrusker übernommen. Das lateinische Alphabet besteht heute aus 26 Buchstaben und ist aus unserem heutigen Alltag kaum wegzudenken. Heute verwendet ein großer Teil der Welt das lateinische Alphabet. Fakt 8: Die Gladiatoren. Die Gladiatorenkämpfe waren definitiv im Römischen Reich eine blutige Angelegenheit. Zur Unterhaltung der Massen wurden unzählige Tiere aus der damals bekannten Welt in die Arenen gebracht. In jeder großen Stadt des Imperiums gab es Gladiatorenschulen. In diesen Schulen wurden die Gladiatoren zu perfekten Kampfmaschinen ausgebildet. Der erste Gladiatorkampf des Römischen Reiches lässt sich auf das Jahr 264 v. Chr. Datieren. Bis zur Ermordung von Julius Caesar im Jahre 44 v. Chr. Waren die Gladiatorenkämpfe hauptsächlich privat finanziert. Doch danach änderte sich alles und diese wurden dann vom Staat gesponsert.
Die Gladiatoren waren Sklaven, welche nur die Wahl zwischen den Kämpfen oder dem Sterben in den Arenen hatten. Diese Sklaven waren Menschen ohne römischen Bürgerrechts, welche aus den eroberten Gebieten des römischen Imperiums stammen. Nichtsdestotrotz gab es auch römische Bürger unter den Gladiatoren. Zum Tode verurteilte Deserteure der römischen Legionen oder verurteilte Mörder, welche nicht hingerichtet wurden. All diese Bürger wurden versklavt und auch diese hatten die Wahl zwischen den Kämpfen oder dem Sterben. Darüber hinaus haben Forscher Skelette von Gladiatoren gefunden, welche genetisch aus dem Nahen Osten oder sogar China stammten. Doch diese Kämpfe in den Arenen haben zur Zeit des Römischen Reiches sich großer Beliebtheit erfreut. In der Kaiserzeit ab dem Jahre 31 vor Christus wurden die Gladiatorenkämpfe noch imposanter und beeindruckender inszeniert. Auf Wunsch von manchen Kaisern wurden sogar mehrwöchige Spiele veranstaltet. Bei diesen Veranstaltungen wurden längst vergangene Schlachten in den Arenen dargestellt, wie zum Beispiel die Eroberung Trojas durch die Griechen oder der Feldzug der Römer gegen Karthago. Die Arenen wurden mit der Zeit immer größer gebaut. Mit hunderten Fallschächten, Tierkäfigen und Wasserleitungen wurden keine Kosten gescheut, um die Zuschauer noch besser unterhalten zu können. Das war es heute zu den 8 unglaublichen Fakten über das Römische Reich. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.